als plötzlich eine E-Mail von Nir Sharif eintraf. Er schrieb, ich habe vielleicht eine Erklärung für Sie. Er erzählte mir, dass er sich mit den Schwankungen des kosmischen Strahlenflusses in ungefähr demselben Zeitraum wie wir beschäftigte. Und die Strahlungsmenge, die innerhalb dieser Zeit in die Erdatmosphäre gelangte, mehr oder weniger mit den von uns beobachteten Klimaschwankungen übereinstimmte. Jan Weiser und ich stellten in unserer Zusammenarbeit fest, dass es auf der Erde 5 bis 10 Grad kälter war, während die Erde einen Spiralarm der Galaxie durchquerte. Niemand vor uns hatte das herausgefunden und wir waren sehr überrascht. Das bedeutet, dass die kosmische Strahlung auf der Erde der wichtigste Klimatreiber ist, zumindest was das historische Klima betrifft. Und die einzige Erklärung hierfür ist Svensmarks Theorie von der Wolkenbildung. Vergleicht man die geologischen mit den astronomischen Daten, ergibt sich dieses Bild. Beide Diagramme zeigen dasselbe Ergebnis. Die schwarze Kurve ist die geologische Rekonstruktion der Temperatur auf der Erde auf der Basis von Jan Weisers geochemischen Daten. Die rote Kurve zeigt die Schwankungen des kosmischen Strahlenflusses. Legt man beide Kurven übereinander, korrelieren sie stark miteinander. Das ist statistisch bedeutsam. Aber dazu braucht es keine Statistik. Sie können das leicht selbst erkennen. Es wurde immer wieder behauptet, dass die Sonne mit der Erderwärmung der letzten 20 bis 40 Jahre nichts zu tun habe. Betrachtet man jedoch die Meeresdaten, zeigt sich eine große Übereinstimmung zwischen Temperatur und Sonnenaktivität. Das hier ist die Meerestemperatur bis zu einer Tiefe von rund 50 Metern. Im Vergleich mit der roten Kurve ergibt sich eine starke Übereinstimmung. Und die rote Kurve zeigt die Schwankungen der kosmischen Strahlung in demselben Zeitraum. Das bedeutet, dass die Sonne die Temperaturen steuert. Sie hat das in der Vergangenheit getan, sie tut es heute und wird es auch in Zukunft tun. Das Experiment, das derzeit in Kopenhagen läuft, ist von großer Bedeutung. Denn im Erfolgsfall wird es viel Licht auf die physikalische Ursache der Verbindung zwischen kosmischer Strahlung und Klima werfen. Dies wäre das letzte Puzzleteil, das unser Bild vervollständigen würde. So ein Experiment führt ja nicht nur zu einem einzigen Ergebnis, sondern zu sehr, sehr vielen. Und wir haben viele Experimente durchgeführt, um sicherzustellen, dass alles mit unserer Interpretation übereinstimmt. Die Ergebnisse des Experiments? Wir werden hinterher hoffentlich genau wissen, wie die Sonne das Klima beeinflusst, wie sie die kosmische Strahlung moduliert und wie die kosmische Strahlung die Ionisation und die Ionisation das Klima steuert. Höchstwahrscheinlich durch Wolkenbildung. Es ist sehr interessant, nach fast 8 Jahren Arbeit endlich die Möglichkeit zu haben, die Ergebnisse dieser Experimente auszuwerten. Allein die Vorbereitungen haben fast ein Jahr in Anspruch genommen. Und man springt auch nicht plötzlich auf und ruft, Hurra, wir haben unser Ergebnis. In Wirklichkeit ist das alles harte Arbeit. Während eines Experiments gibt es immer Unsicherheiten, weil man ständig zweifelt, ob man alles richtig gemacht hat. Aber wir sind sehr sorgfältig vorgegangen und haben zahlreiche Tests durchgeführt.
Ich bin überzeugt davon, dass wir einen sehr wichtigen Mechanismus entdeckt haben, dessen Funktionsweise für uns eine große Überraschung war. And the mechanism was a big surprise how it actually worked. It's far out. I mean, this is 0.34 ppb. Well, so it's very, very low. What we find when we mimic. Wenn wir einen erhöhten kosmischen Strahlenfluss simulieren, werden in der Kammer mehr Aerosolteilchen produziert. Dies bedeutet, dass kosmische Strahlung Aerosolpartikel erzeugt. Und diese Schwebeteilchen spielen in der echten Atmosphäre eine wichtige Rolle bei der Wolkenbildung. Wir haben durch unsere Experimente eine neue Form der atmosphärischen Chemie entdeckt, die für die Entstehung neuer Aerosolpartikel und damit für die Wolkenbildung verantwortlich ist. Dies zeigt, dass unser Klima hier auf der Erde in weit größerem Maße als bisher angenommen durch Ereignisse im Universum bestimmt wird. Ein großer Teil der Wolken am Himmel ist Ergebnis des Prozesses, den wir in unseren Experimenten erforscht haben. Aber natürlich müssen wir jetzt abwarten, wie die Fachwelt unsere Arbeit aufnehmen wird. Aber ich denke, wir haben unsere Sache gut gemacht. Und ich bin mit der Arbeit des Teams sehr zufrieden. Dies ist der Höhepunkt unserer jahrelangen Arbeit und ein großer Erfolg. Wir dachten, wir hätten einen echten wissenschaftlichen Durchbruch erzielt, als wir herausfanden, wie die kosmische Strahlung die Wolkenbildung auf der Erde und damit das Klima beeinflusst. Doch aus irgendeinem Grund konnten wir unsere Arbeit nicht veröffentlichen. Wir haben sie 4-mal an verschiedene Fachzeitschriften geschickt, aber niemand wollte unsere Ergebnisse veröffentlichen. Henrik Svensmark und sein Team hatten sehr gute Ergebnisse vorzuweisen und ich dachte, dass man diese sofort veröffentlichen würde. Stattdessen dauerte es 16 Monate. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die gesamte Fachwelt und insbesondere die Klimaforscher, die den anthropogenen Treibhauseffekt unterstützen, nicht akzeptieren können, dass diese neue Theorie nach den zahlreichen empirischen Beweisen nun auch experimentell bewiesen ist. Das Frustrierende an dieser ablehnenden Reaktion war, dass es keine wirkliche Kritik gab. Es gab keinerlei echte Kritik an unserer Theorie. Und das machte diese Zurückweisung noch frustrierender.